überschlagen. Überschlagen? Uha! Und Tibor macht einen Fehler! Das gibt's doch nicht in der letzten Kurve! Hallo und einen wunderschönen guten Mittwochabend. Mittwoch haben wir heute. Wir sind wieder unterwegs hier bei Sim Racing Center, Gruppe 5 Action bei The Forgotten Race Cars, heute auf Monza. Heute auf Monza. Die Jungs sind in der Qualifikation, da schalten wir gleich mal rüber. Zack. Die sind hier fleißig am Fahren. Links seht ihr Schulle und Marcel Plack hier, beide von Extreme Team Racing. Wie sie da am Ackern sind, sozusagen. Schalten wir noch den Rennsound mit dazu. Ein kleiner Ohrenschmaus wieder am heutigen Abend, liebe Zuschauer. Ihr kennt das wahrscheinlich von letzter Woche. Da haben wir auch schon ein schönes Event genießen dürfen. Nachher das Rennen werden wir natürlich dann in Vollbild schauen. Aber in der Qualifikation gucken wir nochmal, wie die beiden da an ihrem Lenkrad schrauben. Wer ist da? Wer ist heute da? Wir schauen auch direkt aufs Fahrerfeld. Wir haben noch 2 Minuten circa Zeit. Stefan Müller ist mit dabei. Hier aktuell auf Position 1. Beste Rundenzeit war eine 40.039. Jens Fiedler auf Position 2 mit dabei. Aktuell hier in der laufenden Qualifikation. Christian Bädorf hat sich auf Platz 3 bisher positioniert. Dann haben wir den Thorsten Besteher auf der 4. Stefan Schulle auf der 5. Robert Wutzi aktuell auf der Position Nummer 6. Christian Horn auf der 7. Dann der Philipp Opitz auf der 8. Marcel Marek Plack, den wir auch unten links im Bild sehen, der ist auf Position 9 mit seinem Zackspeed Cabri. Carsten Neudeck auf der 10. Tim Silrice auf der 11 und auf Position 12 der Oliver Vogel. Also das ist hier unser Grid für den heutigen Abend, unser Fahrerfeld. 12 Autos, die hier antreten auf Monza Short. Oh, kleiner Drift hier vom Jens Fiedler. Ja, und es gab heute noch ein Update hier. Ein Physik-Update, zufälligerweise für die Gruppe 5 Autos. Da hat sich also noch ein bisschen was getan, wenn ich das richtig gehört habe. Also noch mehr Herausforderungen als sonst auf jeden Fall. Hi Pluto, grüß dich. Fahrerstatistiken haben wir seit heute auch. Wir können jetzt zum Beispiel mal, ich suche mir jetzt einfach mal den Thorsten Besteher hier raus. Er steht an der Box und da können wir jetzt seit neuesten Fahrerstatistiken einblenden. Da sehen wir dann die Anzahl der Rennen, die er absolviert hat in verschiedenen Serien. Wie oft hat er gewonnen? Wie oft war er auf dem Podium? Wie viele Runden ist er gefahren? Und er ist 20 Jahre jung, der Thorsten Besteher. Sehr schön. Das können wir uns heute mal kurz angucken zwischendurch zu den einzelnen Fahrern. Hier zum Beispiel der Marcel Marek Plack, hier 65 Rennen mitgefahren hier bei Sim Racing Center. Dreimal aufs Podium gekommen. Über 1300 Runden hat er absolviert hier. In den einzelnen Events hier von Sim Racing Center. Ganz interessant auf jeden Fall. Können wir uns nachher von den einzelnen Fahrern nochmal anschauen. Zum Wohl sage ich erstmal in die Runde. Prost. Und langsam wird's warm. 26 Grad haben wir hier oben. Und jetzt pustet der Rechner dazu. Und die Jungs in ihren Rennsitzen, die haben wahrscheinlich noch mehr zu schwitzen hier. So, da sind nochmal die Platzierungen für die laufende Qualifikation. Beziehungsweise für die beendete Qualifikation hier im Lauf Nummer 2 von 3. Heute gibt's 3 Rennen, 3x15 Minuten. Und die letzten beiden Rennen in Full Reverse Grid. Ihr kennt das. Und ich würde sagen, wir wechseln mal ins Vollbild, weil jetzt geht es hier gleich um die Wurst. Das erste 15-Minuten-Rennen steht an. Und wir haben wieder Klassensound hier, oder? Mega. Daumen drücken ist angesagt hier. Ich mache mir noch gerade ein Kaltgetränk hier auf. Wir wollen ja auch die Kehle was anfeuchten hier. Und dann geht's los mit der Action.
schmeiß nochmal gerade in der Pause hier oder in der Übergangsphase die Fahrertabelle rein. Das ist der Punktestand nach dem letzten Event hier von den drei letzten Rennen. Wutzi, Neudeck, Ulrich hier Platz 1 bis 3 in der Fahrertabelle. Und dann schmeißen wir direkt nochmal die Teamtabelle hinterher. Xtreme Team Racing, SL Racing eSports 1 und SL Racing eSports 2 belegen hier die ersten drei Plätze. Und auf geht's. Wir schalten rein hier ins Renngeschehen. Es geht los. Wir werden mal die Automatik. Oh, Jens. Was war das denn? Jens Fiedler war das, ne? Ist der jetzt da geradeaus gegen die Wand gefahren? Oha. Was war denn da los? Er hat die Anzeige unten noch nicht geändert. Da war noch das Foto von Marcel Mavrik-Plack. Oh, da hat Robert Wutzi hinten einen draufgekriegt hier gerade. Eieieiei. Ist einfach geradeaus gegen die Wand gefahren. Was war denn da los beim Jens Fiedler? Wenn der Sven zuguckt, guck mal, der braucht ein bisschen hier mit den Bildern. Hier wird der Carsten Neudeck mit dem Foto vom Robert Wutzi gezeigt. Also lieber Sven, wenn du dir die Wiederholung anschaust, dann guck noch mal. Wir haben das Overlay nämlich heute noch mal neu geladen hier für das Rennen. Und er braucht ein bisschen länger mit den Fotos. Na gut, okay, kriegt man alles noch hin. Wir schauen jetzt aber aufs Rennen hier. Hier gibt es schon ordentlich Zweikämpfe, klare Sache. Wir sind gerade erst am Anfang. Stefan Müller auf Platz 1, ja, da aktualisiert er sich jetzt. Stefan Müller auf Platz 1 hier in der Corvette. Dahinter haben wir den Carsten Neudeck auf Position 2, dicht gefolgt vom Philipp Opitz von EGT Racing. Und was ein Sound hier. Und auch sehr geil, der Philipp hat hier auch ein schönes Profilbild hochgeladen. Finde ich klasse, habe ich bei der letzten Woche schon gesagt. Das macht das Ganze hier noch was persönlicher. Richtig geile Geschichte. Hier sehen wir ihn auf Position 3. Aus der Parabolika raus beschleunigt hier mit dem Kontrahenten Carsten Neudeck. Da fahren sie parallel hier über die Startzielgerade. Geile Aufnahmen von den beiden. Beide im Cabri unterwegs, wie unschwer zu erkennen ist. Und hier halt diese Kurzanbindung von Monza. Monza Junior heißt sie, glaube ich, hier in Race Room. Opitz jetzt vorbei an Neudeck. Dahinter haben wir Stefan Schulle. Aber das Bild hat sich noch nicht aktualisiert vom Schulle. Mal gucken. Es dauert ein bisschen. Gleich müssen wir da ein anderes Logo sehen. Also nicht wundern, das ist nicht der Schulle auf dem Bild. Na, macht er nicht. Also lieber Sven, schaust du nochmal an. Das muss sich irgendwie noch ein bisschen schneller synchronisieren. Können wir mal seine Onboard-Cam mit dazu schalten. Live aus dem Zimmer sozusagen hier. Gucken, wenn ich nochmal neu reingehe. Ah ja, jetzt hat er es aktualisiert, wenn man nochmal neu ins Cockpit reingeht. Jetzt haben wir auch ein neues Avatar-Bild hier. Also Position 4 Grad. Onboard Stefan Schulle im Windschatten von seinem Teamkollegen Carsten Neudeck hier. Eingang Parabolika. Kann er sich vorbeisetzen und hier sich auf die Position 3 platzieren zunächst. Schauen wir weiter nach hinten hier Richtung Position 5. Thorsten Bestehe, ja, hier. Gerade auch an Neudeck vorbei über Windschatten mit seinem Fabka 935. Ordentlich Schwung hat da. Fährt er da geradeaus oder was? Da knallt er auch geradeaus hier in die Wand rein, ohne einen Lenkeinschlag zu versuchen. Was war da los? Gab es da vielleicht einen Hardwarefehler vom Lenkrad oder ähnliches? Da fährt er geradeaus, der Thorsten Besteher. Was war da los? So, Christian Horn dadurch jetzt auf Position 5. Dicht hinter Carsten Neudeck. Dahinter haben wir den Jens Fiedler, der hat sich hier auf Position 6 platziert, nachdem er da ja nach dem Start auch so gerade in die Wand gefahren ist, genau wie Thorsten Besteher. Komisch. Christian Bädorf, ja, auch da ist die Front etwas zerknautscht hier bei seinem Fabka 935. Robert Wutzi haben wir auf der 8. Dann den Tim Stilrice auf der 9. Oliver Vogel auf Platz 10.
Thorsten Bestehr 11 haben wir gerade gezeigt und Marcel Marik Plack auf der 12. Auch da muss was passiert sein. Haben wir nicht mitbekommen, was da los war. Aber da fährt er gerade entspannt hier über Startziel wieder. 10 Minuten noch zu fahren. Ah ja, und man sieht schon anhand seiner Geste, da muss irgendwas vorgefallen sein. Wobei das Auto noch gut aussieht von außen. Werden wir später erfahren. So, und jetzt hier der Kampf um Position 2. Stefan Schulle klebt hier hinter Philipp Opitz. Wir haben es gerade gesehen, als die Kamera umgeschwenkt ist. Hier mal die Fahrerstatistik von Schulle. 27 Rennen, an denen hat er teilgenommen. 2 Siege hat er gehabt und 5-mal auf dem Podium. Oh, und Philipp Opitz auch sehr spät auf der Bremse gewesen hier. Sehr spät auf der Bremse gewesen. Knallt ein hier. Also da wird heute ordentlich Lack gelassen hier an dieser Barriere. Da kann Schulle natürlich sauber vorbeiziehen. An Philipp Opitz, der dadurch jetzt auf Platz 3 zurückgespült wird. Dahinter haben wir Christian Horn. Da setzen wir uns mal zum Carsten Neudeck, würde ich sagen. Nee, der Abstand ist doch etwas größer, als es gerade aussah. Da hat sich etwas entzerrt hier auf jeden Fall. Dahinter hat sich etwas entzerrt, sah gerade anders aus der Perspektive. Wir gehen mal in die Automatik. Philipp Opitz blendet er uns hier wieder ein. Rundenzeiten bewegen sich hier so circa bei 50 Sekunden pro Runde. Und Jens Fiedler verkürzt jetzt hier auf Christian Horn. Da setzen wir uns mal dazu zum Jens Fiedler. Horn kommt relativ weit raus hier. Fiedler, ja, man muss natürlich aufpassen. Das Handling ist nicht zu unterschätzen hier von den Gruppe 5 Boliden. Das ist ganz schön knifflig. Und so wie ich das mitbekommen habe, auch nach dem heutigen Update wieder etwas schwieriger geworden. So, jetzt kann sich Jens Fiedler hier innen reinbremsen. Und kann sauber hier an Christian Horn vorbei. Hier sieht man sie in einer Linie anfliegen hier. Stefan Müller, dann Stefan Schulle, Philipp Opitz, Jens Fiedler, Christian Horn. Die ersten 5. Schauen wir uns das Ganze mal von oben an, würde ich sagen, liebe Zuschauer. Und der Stefan Müller, der baut schon einen ordentlichen Abstand hier aus. 9 Sekunden Abstand hat er auf Schulle. Auf Platz 2, 9 Sekunden. Oh, hier ist so viel dichter Wald drumherum, da müssen wir doch lieber unten an die Strecke gehen und sehen wir zu wenig vom Renngeschehen hier. Da kommen sie langgeballert hier. Schulle, Fiedler, Opitz, Horn. Und dahinter Bärdorf und Neudeck. Opitz hat seine Position an Jens Fiedler verloren. Der hat sich auf Position 3 positioniert, der Fiedler. Und jetzt hat Opitz hier den Christian Horn im Gepäck. Schalten wir mal runter ins Auto. Onboard Christian Horn mit Blick auf Philipp Opitz. Und wunderbar hier zu beobachten. Unten links die Ladedruckanzeige. Oh, jetzt aber mit ordentlich Überschuss hier vorbei. Jetzt muss er früh auf die Bremse. Oh ja. Da kann er nochmal zurückgewinnen hier die Position der Philipp Opitz. Da musste Christian Horn jetzt aufpassen. Der hatte so einen Speed plötzlich drauf, dass er da nicht zu spät bremst. Oh, da dreht sich einer weg. Wer war das? Das war Jens Fiedler, glaube ich. Ja, da hat Jens Fiedler hier rausgedreht auf jeden Fall. Spektakuläre Bilder.
Jetzt aufpassen. Oh, da kommen zwei drumherum. Eieieiei. Das war Neudeck und Wutzi. Da mussten sie aufpassen, Graz, wo Fiedler wieder auf die Strecke kam. Ganz knappe Geschichte. Und Christian Horn saugt sich hier wieder ran. Aber Wahnsinn, was der für einen Speed drauf hat hier. Da fehlt dem Capri halt an Topspeed. Diejenigen von euch, die schon gefahren sind, hier in der Gruppe 5, die wissen das. Da fehlt es dem Capri einfach. Hier kann man es gut gerade beobachten. Ah, da springt die Kamera leider weg in dem Moment. Jetzt ist halt die Frage, der erste Zackspeed, den ich hier sehe, ist der Schulle in dem Fall. Auf der Position 2. Und dahinter haben wir dann den nächsten Fabcar-Piloten auf der 3. Also Monza ist keine Capri-Strecke. Schauen wir mal, ein Gap von 4 Sekunden hat der Horn hier auf den Schulle. Mal gucken, ob er da noch rankommt, hier in den 4 Minuten, die noch sind. Oliver Vogel auf der 12, Marcel Marie-Plack auf der 11. Thorsten Besteher auf der 10. Tim Stilrice auf der 9. Carsten Neudeck auf der 8. Robert Wutzi auf der 7. Jens Fiedler auf der 6, haben wir eben gesehen. Durch den Dreher hat es ihn wieder nach hinten gespült. Christian Bädorf auf 5. Philipp Opitz 4. Da haben wir das engste Feld hier bei Opitz und Horn. Horn auf der 3 und er kann etwas verkürzen auf Schulle. Wir waren eben bei circa 4 Sekunden, jetzt sind wir so bei 3 bis 3,5. Da fährt jemand an die Box, könnte Fiedler sein. Oder? Nee, Robert Wutzi fährt an die Box. Robert Wutzi. Knappe 3 Minuten nur noch zu fahren. Tim Stilrice jetzt dadurch auf Platz 8 hier. Über Box, Position 8 ergattert. Wen hat er da vor sich? Müsste eine Überrundung sein. Ich glaube, das war Oliver Vogel, den der Tim Stilrice da gerade überholt hat, überrundet hat. Opitz an Horn. 6 Zehntel. Setzen wir uns mal dazu hier. Zum Philipp Opitz on board von EGT Racing. Da bremst er sich ganz nah dran hier an den Christian Horn. Oh, ein Dreher hier vorne. Wer ist das? Könnte Marcel Marie-Plack sein. Der fährt hier rückwärts. Das gibt's doch gar nicht. Sehe ich das denn richtig da? War da noch so rückwärts am Rollen in dem Moment? Ja, da hat das Auto wieder ausgerichtet hier. Also die Jungs haben hier ordentlich zu kämpfen mit den Gruppe 5 Piloten Boliden. Es sieht wirklich deutlich einfacher aus, als es ist, liebe Zuschauer. Und jetzt hier der Zweikampf von Horn und Opitz. Windschattenduell jetzt. Aber der Zackspeed Capri, da sieht man es wieder. Dem fehlt einfach der Topspeed. Christian Horn kann locker davonziehen. Auf der Geraden hier. Erst in den Kurven ist der Capri wieder da. Das hier ist gerade das engste Fahrerfeld. Da bleiben wir jetzt drauf hier. Bei Horn und Opitz. Und da sehen wir es wieder, wie er wegzieht, der Fabka. Nur noch 40 Sekunden. Dann ist das erste Rennen schon wieder rum. Rennen 1 von 3 für den heutigen Abend.
Sobald die Uhr auf 0 steht, werden wir nach vorne wechseln. Richtung Platz 1. Weil die Strecke so kurz ist, wollen wir natürlich die Zieldurchfahrt nicht verpassen. Und wir sehen, das Gap zwischen Schulle und Horn bleibt weiterhin gleich, so bei 3 bis 4 Sekunden. Oh, da dreht er sich raus, der Christian Horn. Da war der Fahrfehler. Das ist die Möglichkeit für Opitz, wieder auf Platz 3 zurückzukehren, wo wir ihn schon am Anfang des Rennens gesehen haben. So, und die Uhr ist auf 0, wir gehen rüber. Stefan Müller, ach, in dem Moment driftet er schon über Startziel. Glückwunsch hier an Stefan Müller zur Position 1. Dahinter haben wir den Stefan Schulle hier auch nochmal onboard live. Mit Lichthupe kommt er über Startziel. Glückwunsch hier zur Position 2 mit seinem Zackspeed Cabri. Philipp Opitz, haben wir gerade gesehen, konnte sich durch den Fahrfehler seines Kontrahenten hier noch Position 3 ergattern. Auch Glückwunsch hier an Philipp Opitz. Christian Bähloff auf der 4, Jens Fiedler auf 5. Christian Horn auf die 6 zurückgefallen. Carsten Neudeck auf der 7. Tim Stilrice auf der 8. Oh ja, Fotofinish mit Thorsten Besteher, Nase an Nase. Thorsten Besteher 9, Marcel Marik Plack auf der 10. Und da haben wir nochmal das Gesamtergebnis, liebe Zuschauer. Oliver Vogel 11 und Robert Wutzi 12. Und für alle Platzierungen gibt es Punkte, weil nur 12 Fahrer am Start sind, kriegt jeder ein paar Punkte ab. Also man sieht, Gruppe 5, eine große Herausforderung, auch ein bisschen weniger los im Fahrerfeld. Vielleicht traut sich der ein oder andere nicht zu oder ist zu sehr die Gruppe 3 gewöhnt, weil Gruppe 5 ist wirklich eine Herausforderung. Man sieht es ja hier, wie die Jungs am Ackern sind. Aber es macht eine Menge Spaß, selbst mit wenig Autos. Richtig klasse. Und ohne groß zu verschnaufen, wie gewohnt, geht sofort weiter ins zweite Rennen und jetzt mit Full Reverse Grid. Schauen wir nochmal hier rein bei den Jungs. Anspannung steigt hier vorm zweiten Rennen. Motoren heulen auf hier auf Monza. Flammen schlagen aus dem Auspuff. Geil. Da blüht einem doch das Motorsportherz höher, ne? Wie man so schön sagt. Gehen wir wieder ins Vollbild, jetzt geht's weiter. Full Reverse Grid. Wutzi 1, Vogel 2. Und Marcel Marik Plack auf der 3. Los geht's. Das Feld löst sich, es geht los, Freunde. Ah, ein Ohrenschmaus hier wieder, ein Ohrenschmaus. So, Marcel Marik Plack auf der 2, Thorsten Besteher 3. Oh, Vogel wird durchgereicht. Was ist bei Vogel passiert? Der ist doch ganz vorne eigentlich gestartet. Ist aber auf der Strecke. Aber sind einige vorbeigezischt hier gerade. Wir sind onboard bei Carsten Neudeck, Platz 3. Und da vorne wird schon um Platz 1 gefightet hier. Und der Cabri natürlich wieder langsamer. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Ich schalte mal rüber zu Robert Wutzi eigentlich vorbeizuziehen. Nee, macht er noch nicht. Vielleicht wartet er jetzt auf Start-Ziel ab. Weil wir haben es ja jetzt schon sehr gut im ersten Rennen gesehen, wie langsam der Cabri ist im Topspeed im Vergleich zu seinen Kontrahenten hier, sage ich mal. Jetzt kann man es wieder sehen, ne? Als würde er das Gas lupfen, aber das macht er nicht. Und jetzt kann Robert Wutzi es versuchen. Nein, er fährt erstmal sehr vorsichtig und defensiv. Alles safe erstmal machen, sehr gut. Und hinter ihm klebt der Carsten Neudeck auf Position 3. Jens Fiedler dahinter auf der 4. Philipp Opitz 5. Thorsten Besteher auf der 6. Stefan Müller auf der 7. Dicht gefolgt hier von Stefan Schulle auf Position Nummer 8. Oh, da gab es einen Crash beim Schulle. Wir sehen es an der Motorhaube. Hat hier ordentlichen Karosserieschaden an der Front. Das wird er jetzt umso mehr noch im Topspeed merken. Wenn die Aerodynamik da vorne hinüber ist. Dahinter haben wir den Christian Horn auf der 9. Oliver Vogel auf Position Nummer 10. Jetzt seit 9 Rennen mit dabei hier. 140 Runden gefahren bei Sim Racing Center. Oliver Vogel, der hier in seinem Zackspeed Cabri über Startziel kommt.
Christian Bädorf haben wir auf Position Nummer 11. Und Tim Stillwright leider ausgeschieden, sehe ich gerade. Er muss hier noch unten den Namen aktualisieren. Er braucht heute ein bisschen länger. Da ist es. Tim Stillwright leider ausgeschieden aufgrund von Fahrzeugschäden. Auto abgestellt an der Box. Wir gehen mal wieder in die Automatik rein. Er schickt uns hier zu Marcel. Maverick Plug auf Position 2 unterwegs. Entschuldigung, Position 3 jetzt, weil Jens Fiedler überholen konnte hier auf Startziel. Und von hinten nähert sich Carsten Neudeck und Philipp Opitz, die hier parallel unterwegs sind. Hier im Rückspiegel gut zu erkennen. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Perspektive von Philipp Opitz an. Oh, gerade übers Grün gekommen in dem Moment. Wird direkt hier überholt. Zuletzt von Thorsten Besteher hier in der Jägermeister-Lackierung. Oh, Lackaustausch hier vorne. Das war Neudeck und Besteher. Und Jens Fiedler inzwischen auf Position 1 durchgefahren. Robert Wutzi auf der 2, Marcel Marek Plug auf der 3, Thorsten Besteher 4, Opitz auf 5. Neudeck auf der 6, Müller auf der 7, Schulle auf der 8, gefolgt von Horn auf 9, Vogel auf 10, Bädorf auf 11. Tim Stillwright leider ausgeschieden, wie wir eben gesagt hatten schon. Oh, und hier ordentlicher Speed. Thorsten Besteher vorbei am Capri-Piloten Marcel Marek Plug. Da werden die Capri-Fahrer, denke ich mal, ein bisschen schimpfen. Denken, so ein Mist. Völlig unterpowered hier. Der Capri. Auf den langen Geraden. Aber dadurch tun sich immer sehr interessante Bilder und Konstellationen auf, liebe Zuschauer. Stefan Müller jetzt hier vorbei an Marcel Marek Plug. Der einzige Corvette-Pilot hier am heutigen Abend. Und da kommt, ja, der versuchte Konter über die Parabolik. Aber es wird gleich wieder am Speed fehlen, leider hier. Das reicht dann nicht aus. Hier die beiden Teamkollegen von Xtreme Team Racing, Plug und Neudeck. Und Schuller hat jetzt hier den Christian Horn gleich im Nacken kleben. Christian Horn auch mit leichten Fahrzeugschäden. Wir sehen es, die Motorhaube ordentlich verformt. Christian Horn, Position 8. Auch da schalten wir mal die Fahrerstatistik dazu. Ganz frisch mit dabei. Hier zwei Rennen absolviert. Bei Sim Racing Center. 22 Runden. Ich glaube, da Sven hat aber auch irgendwas nicht ganz richtig synchronisiert, weil Stefan Müller ist schon deutlich mehr als zwei Rennen gefahren. Fiedler 1, Rutzi 2, Müller 3, Besteher 4. Feld hat sich etwas sortiert jetzt hier. 8 Minuten noch zu fahren, gleich Halbzeit im zweiten Rennen von 3. Genießt mal den Sound von der Corvette, liebe Zuschauer.
Und da zieht er vorbei hier, der Müller. An Wutzi und holt sich Position 2. Guck mal, wir haben jetzt eine Umfragefunktion. In Twitch. Und ich fülle da gerade mal was aus. Und ihr könnt abstimmen, welches Auto den geilsten Sound hat. Der Capri. Hier Fabka 935. Wen haben wir noch am Start? Die Corvette zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ne, Capri, Fabka, Corvette. Dürften eigentlich nur die drei dabei sein. Setzen wir mal auf 3 Minuten. Und mal gucken, haben schon nie gemacht. Müsst ihr mal gucken. Sieht man was im Chat? Keine Ahnung. Bei mir steht jetzt, dass hier gerade eine Umfrage läuft im Chat. Ah ja, da oben kommt eine Einblendung. Welches Auto hat den besten Sound? Da könnt ihr auswählen. Schauen wir mal, ob jemand da ist, der was tippen kann. Oder möchte. Capri, Fabka, Corvette. Nochmal hier zur Schulle, dichtes Fahrerfeld hier davor der Teamkollegen Neudeck. Ich habe selber auch mal mit abgestimmt. Oh, ganz dicht dran hier an seinem Teamkollegen. Nee, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Carsten Neudeck mit Blick auf Thorsten Besteher. Also Neudeck dicht an Besteher. So, und jetzt Schulle vorbei an Neudeck in dem Moment. Jetzt habe ich es wieder. Schulle jetzt auf P5, Neudeck P6, Besteher auf D4 davor in der Jägermeister-Lackierung. Jens Fiedler weiterhin stabil auf Platz 1 unterwegs mit 2 Sekunden Gap auf Stefan Müller. Robert Wutzi auf der 3. Na, hat er jetzt hier gelupft oder was? Ja, er ist doch gerade vom Gas gegangen hier, ne? Und hat Thorsten Besteher vorbeigelassen. Seinen Teamkollegen von SL Racing Esports. Und dahinter klebt Schulle. Schulle ist auch dran jetzt hier. Jetzt wird's interessant. Schalten wir mal dazu oben rechts noch mit live ins Zimmer rein, sozusagen. Und erst an den Kurven kann er sich wieder ranbremsen. Also wenn man das so sieht, kann man sagen, Capri langsam im Topspeed, aber hat bissigere Bremsen. Kann sich sehr gut dranbremsen, viel später auf die Bremse gehen. Und dahinter gibt es auch zwei Kämpfe, Horn und Neudeck. Wir drehen uns mal um. Da ist Horn. Dahinter Neudeck. Und glaubt mir, die Jungs sind hier am Ackern mit den Autos. Das sieht, wie ich schon gesagt habe, leichter aus, als man denkt. Und die Corvette hat gewonnen. 3 Stimmen für die Corvette. Finde ich auch. Die klingt schon wirklich massiv geil. Hören wir uns nachher nochmal an. Wir müssen die Zweikämpfe schalten. Bei der Zieldurchfahrt werden wir es spätestens nochmal hören oder zwischendurch. Stefan Müller hat ja gerade Ruhe. Wir müssen hier die Zweikämpfe schalten, liebe Zuschauer. Also die Corvette hat gewonnen hier die Abstimmung. Also funktioniert das auch. Haben wir das auch mal gemacht mit so einer Abstimmung. Da ist aber einer massiv gerade abgeflogen hier. Aber richtig hart eingeschlagen, leider. War das? Das war Schulle. Ja, Stefan Schulle. Ich habe nicht gesehen, wie. Ich habe es nur im Augenwinkel ganz links am Rand gesehen, dass da ein Auto voll in die Wand rein ist. Und da hinten auch in die Boxenwand, oder was? Philipp Opitz.
Sah jetzt gerade aus, als wenn er an die Boxenmauer gefahren wäre. Und die Karre ist, glaube ich, komplett krumm jetzt. Eieieiei. Guckt euch das an, die Karre ist einfach krumm. Zwei Minuten nur noch zu fahren hier in einem Rennen 2. Längst das Fahrerfeld gerade bei Wutzi und Besteher. Die beiden Fahrer von SL Racing Esports und Fabcar 935. Hinten etwas Luft. Letzte Minute läuft. Und gleich schalten wir rüber zu Jens Fiedler für die Zieldurchfahrt. 40 Sekunden nur noch. Feld hat sich sortiert, würde ich sagen. Es hat sich etwas beruhigt. Fiedler 1, Müller 2, Besteher 3 aktuell. Überall mindestens über eine Sekunde Abstand. Da ist Philipp Opitz, der hat wirklich zu kämpfen, den Capri irgendwie auf der Strecke noch zu halten. Nach diesem harten Einschlag in die Boxenwand, in die Boxenmauer. Es ist eine Herausforderung, liebe Zuschauer, hier mit den Gruppe 5 Autos. Es ist eine Herausforderung. So, die Uhr ist auf 0 und wir wechseln nach vorne zu Jens Fiedler. Der kommt ja auch gerade durch die Parabolika Richtung Startziel gerade. Ich sag schon mal jetzt Glückwunsch an Jens Fiedler hier zur Position 1 im Rennen Nummer 2. Dann haben wir die Corvette, die noch die Soundabstimmung hier gewonnen hat. Auf Position 2, Stefan Müller. Thorsten Besteher auf Position 3, Glückwunsch ans Treppchen hier. Robert Wutzi 4, Christian Horn auf der 5, Carsten Neudeck auf Position 6. Marcel Maverick Plug hier mit Lichthupe und Platz 7 über Stadtziel. Platz 8 hat es rausgedreht hier, den Christian Bädorf. Da kommt Schulle vorbei und wird sich dadurch jetzt noch den Platz 8 hier schnappen können. Da hat es Christian Bädorf noch leider in der letzten Kurve rausgehauen in der Parabolika. Sehr ärgerlich für den Herrn Bädorf. Da kommt er jetzt nach mit Position 9 über Startziel. Philipp Opitz auf der 10. Oliver Vogel 11 und Tim Stillweiß 12. Das heißt, wieder Full Reverse ins nächste Rennen rein. Mit Tim Stillweiß auf der 1, Vogel auf 2 und Opitz auf der 3. Da geht's gleich los. Hier aber nochmal die Punkteverteilung vom Lauf Nummer 2. Schalten wir nochmal zu den Fahrern rüber. Nochmal 15 Minuten Action für die Jungs hier. 12 Fahrer, wie gesagt, am Start. Nutzen wieder den Autodirector für den Start. Hier nochmal die Fahrertabelle mit Stand von letzter Woche nach Rennen 1 von 3 oder beziehungsweise Event 1 von 3. Rennen haben wir ja immer 3 pro Tag. Und da nochmal die Teamtabelle. Und wir gehen wieder rüber ins Vollbild, es geht los. Motoren heulen auf, Ampel auf grün, los geht's hier. Tim Stillweiß, Vogel. Opitz direkt auf der 2. Tim Stillweiß
zieht etwas an den Rand hier. Ja, okay, will sich vielleicht hier eine Linie sichern. Auf jeden Fall hat aber leider etwas Zeit gekostet, weil Opitz konnte direkt vorbeischießen hier. Hier sehen wir das mal aus der Perspektive des führenden Heckkamera hier. Mit Blick auf Tim Rice, Marcel Marek Plack, Stefan Schulle. Da kommen sie angerast hier. Da muss was passiert werden. Beldorf etwas abgeschlagen hier. Vielleicht ist da was passiert, liebe Zuschauer. Oh, zwei Autos neben der Strecke hier. Oh, 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 oh. Das ist Schulle und Tim Stillrice, der hier sein Auto gerade nicht unter Kontrolle kriegt. Schmutzige Reifen. Kommt hier leider nicht mehr auf die Strecke zurück. Schulle wahrscheinlich jetzt auch erstmal mit schmutzigen Reifen hier zu kämpfen. Also ich habe gelesen, dass nach dem Update das Aufwärmen der Reifen sehr lange dauert auch. Und dadurch das Handling besonders schwer ist am Anfang. Und da links ist wieder der Motorroller von Sven Lehmann. Wo ist überhaupt der Sven Lehmann? Weder im Chat noch auf der Strecke. Wo ist er hin, der Strolch? Robert Wutzi, Marcel Marek Plack hier im Zweikampf. Oh, da bricht ein bisschen das Heck aus. Jens Fiedler hat ein bisschen Überschuss, kann vorbeiziehen, oder? Ja. Welches Mikrofon ist wie eine Rumpelkiste? Das hier, oder was? Weiß nicht, was du meinst. Normalerweise funktioniert das ganz normal. Onboard Jens Fiedler jetzt auf Platz 3. Ganz knappe Sache hier. Da schalten wir uns mal runter zu Jens Fiedler ins Cockpit. Hier ist ordentlich was los, liebe Zuschauer bei The Forgotten Race Cars von Sim Racing Center. Action pur hier. Gerade das Duell Fiedler und Wutzli. Oh, da knallt aber Fiedler gegen die Wand und wir konnten jetzt nicht genau sehen, warum. Aber frontal jetzt auch noch hier. Eieieiei. Im Zweikampf irgendwie gegen die Wand gekommen. Keine Ahnung, ob es da zu einem Kontakt kam oder ob es ein Fahrfehler war von ihm. Konnte man so nicht sehen aus der Perspektive. Stefan Müller klebt jetzt hinter Robert Wutzi. Da haben wir wieder die Corvette. Ich weiß immer noch nicht, was du mit Rumpelkiste meinst, Winfried Vogel. Haben wir irgendwelche Tonfehler? Hört sich das heute anders an als sonst? Könnt ja mal Rückmeldung geben, weil ich kann es ja gerade nicht hören. Schöne Bilder hier, oder? Auf Monza. Opitz 1, Müller 2. Wutzi auf der 3, Marcel Marek Plack auf der 4, Christian Horn auf der 5. Jetzt Neudeck auf der 5 innen vorbei hier an der Parabolika. Aber jetzt wird ihm wieder der Speed fehlen beim Capri. Okay, dann weiß ich nicht, was Winfried meinte mit Rumpelkiste, keine Ahnung. Alles klar, danke. Schalten wir mal zu Christian Bähnhof. Onboard hier, Platz 7 mit Blick auf Horn. Knappe 4 Zehntel Abstand hier nur. Und wir sehen da vorne den Capri von Carsten Neudeck. Oh,
Quersteher von Horn hier. Da hebelt es ihn völlig raus in der Parabolika, im Scheitelpunkt. Ah, Tim Sylvie leider wieder raus. Hat ja den Crash gehabt, ganz am Anfang des Rennens. Das Auto war wahrscheinlich nicht mehr handelbar. Christian Horn ebenso. Wir haben ja eben gesehen, wie er sich rausgedreht hat. Auch total Schaden. Jens Fiedler auf 10. Oliver Vogel auf der 9. Gerade leider rausgedreht hier mit seinem Zack-Speed. Ah, passt hier wunderbar auf. Beim Zurückfahren auf die Strecke. Konnte man gerade sehen. Fährt nicht blind drauf los. Sehr schön. Kostet natürlich jetzt mega viel Zeit hier. Diese Partie hier auf dem Rasen. Fiedler dadurch auf 9, Schulle auf der 8. Hat hier auch etwas zu kämpfen gerade. Gerade im leichten Drift gewesen wieder. Könnte natürlich auch leichte Fahrzeugprobleme haben. Nach dem Unfall in der ersten oder zweiten Runde. Thorsten Besteher haben wir auf Position 7. Christian Bädorf auf der 6. Ja, hab ich mir gedacht, Engelchen, ne? Wenn die Karre einmal krumm ist, ne? Dass man die dann kaum noch auf der Strecke hält hier. Marcel Mike Plack auf der 5. Engstes Fahrerfeld hier aktuell. Schalten wir mal rüber. Eieieiei. Da wurde das Heck leicht hier beim Capri. Der hat er noch fast einen. Hat er jetzt gerade noch fast den Thorsten Besteher mitgerissen. Beim Zurücksetzen war ganz knapp gerade. Ja, das ist hier eine Herausforderung. Die Gruppe 5. Und dann noch frisches Update heute am Nachmittag erst gehabt. Die Fahrer hatten quasi gar keine Zeit, sich hier irgendwie drauf dran zu gewöhnen, noch an die neue Fahrphysik der Gruppe 5 Boliden. Und trotzdem bieten sie uns hier eine geile Show. Muss man doch mal echt sagen. Philipp Opitz auf der 1 hier mit einem Gap von über 2 Sekunden Richtung Robert Wutzi. Oh, da kommt Stefan Müller geradeaus. Und das haben wir heute schon öfter gesehen. Wie sie über Windschattenüberschuss haben und hier einfach diese frühe Rechtskurve nicht bekommen auf Monza Junior. Auf dieser Kurzanbindung hier. Dieses Bild hatten wir heute schon des Öfteren. Zehn Fahrer noch auf der Strecke. Horn und Rice sind raus. Oliver Vogel haben wir auf Platz 10. Marcel Marek Plack auf Platz 9 haben wir eben gesehen. Durch den Dreher leider einige Plätze verloren. Jens Fiedler auf der 8. Stefan Schulle auf der 7. Thorsten Besteher auf der 6. Stefan Müller auf der 5. Und jetzt funktioniert auch die Synchronisation vom Avatar. Eben hat es so lange gedauert. Jetzt geht es ganz schnell. Sehr schön. Christian Bädorf auf 4. Carsten Neudeck auf Position 3. Robert Wutzi auf der 2. Schaut euch den coolen Typen an mit der Sonnenbrille. Der Robert Wutzi. Der immer hier diese geilen Banner bastelt. Ihr seht das nochmal. Für die ganzen Events. Also nochmal Daumen hoch hier an Robert Wutzi. Natürlich auch an den ganzen Rest von der Orga, aber mir gefallen diese Banner immer richtig gut, die er da bastelt. Deswegen wollte ich es nochmal gerade erwähnen. Die nutzen wir auch immer für unsere Facebook-Posts. Also vielen Dank dafür, geile Sache. Und Philipp Opitz in aller Ruhe hier auf Platz 1 unterwegs, der Philipp Opitz von EGT Racing. Gute 2 Sekunden Abstand weiterhin hat er hier mit seinem Zackspeed Capri. Laut Fahrertabelle, wo haben wir ihn da? Den Philipp Opitz. Sehe ich gar nicht.
beim letzten Mal nicht unter die ersten 15 gekommen oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Er ist doch mitgefahren letzte Woche. Event-Info steht's auch. Monster Circuit Junior. Da sehen wir es nochmal. Finale dann nächste Woche. Brands Hatch Indy. Da ist er, der Sven. Hallöchen. Opitz überrundet jetzt hier Oliver Vogel. Und Robert Wutzi hat verkürzt. Muss jetzt hier bei der Parabolika noch an Vogel vorbei. Die Überrundung durchführen. Ah, Bädorf hier weit rausgekommen von der Strecke. Müller vorbei. Letzten 4 Minuten laufen. Müller jetzt auf der 3. Neudeck war da irgendwie so ein bisschen gerade. Ja. In der Schlangenlinie drin. Aber ich denke mal, vielleicht wollte er auch einfach Platz machen, weil dieser Capri einfach zu langsam ist auf der Geraden. Keine Ahnung. Konnte es nicht genau sehen in dem Moment. Beim Umschalten. Aber Müller ist jetzt vorbei. Hat sich jetzt hier erstmal wieder aufs Treppchen positioniert. Oh, aber am Ausgang der Kurve. Da kommt nochmal das Heck, aber sehr spät. Das ist die Möglichkeit, jetzt hier für Neudeck vorbeizuziehen. Aber jetzt kann natürlich Müller wieder davon. Die Jungs werden sowas von ins Lenkrad beißen mit ihrem Capri. Aber dadurch hat der Capri vielleicht wieder auf Brands Hatch seine Stärken in den Kurven. Wir werden es nächste Woche sehen, liebe Zuschauer. Aber es macht den Rennverlauf auf jeden Fall interessant, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Fahrzeuge. Oh, ich sehe gerade, Oliver Vogel musste, glaube ich, auch abstellen, oder? Oder? Kurz in meinen Overlay. Nee, doch nicht. Oliver Vogel ist mit dabei noch, super. Ja, und das ist Fairplay. Der macht hier richtig Platz für die anderen, die ihn überrunden. Dabei dürfte er eigentlich ruhig die Ideallinie benutzen. Und die anderen müssten sich ihren Weg vorbeifahren, bahnen. Aber Oliver Vogel auf der langen Geraden macht da richtig viel Platz hier. Das ist Fairplay, sehr geil. Schauen wir dann nach vorne hier. Engstes Fahrerfeld bei Carsten Neudeck. Und dahinter Christian Bädorf, der jetzt hier ansetzt. Sich versucht innen rein zu bremsen, aber der Capri kann die Kurve für sich gewinnen. Schauen wir uns das von unten an hier. Von der Onboard-Perspektive Bädorf. Oh! Da kracht er aber richtig in die Wand hier, du. Ich habe gerade kurz weggeguckt, wollte mein Glas nehmen und dann höre ich nur diesen Knall. Also einen Schubser hat er, glaube ich, nicht gehabt, liebe Zuschauer, oder? Was haben wir hier? Schulle und Fiedler. Platz 6. Mit Blick auf Jens Fiedler. Leichter Drift hier vom Fabka-Piloten. Kommt wieder etwas quer hier. Oh, Schulle ein bisschen grün mitgenommen. Sehr gefährlich. Wir wissen es hier. Seit dem vorletzten Update, oder wann war das? Fährt man da wie auf Schmierseife stellenweise. Kein Schubser, okay, alles klar. Ich habe nur den Knall gehört, weil ich gerade zu meinem Glas geguckt habe hier. Die Überrundung an Oliver Vogel jetzt, die beiden. Und Philipp Opitz bekommt Besuch hier von Robert Wutzi. Der zeigt sich hier außen. Kampf um Position 1 in den letzten 30 Sekunden. Da bleiben wir jetzt drauf hier. Wir sind in der letzten Runde und es wird hart gekämpft hier um Platz 1. Oh, Robert Wutzi schneidet die Kurve etwas. Nimmt hier ordentlich grün mit. Das ist die letzte Runde, die wir hier sehen. Die Uhr steht auf 10 Sekunden. Da bleiben wir drauf. Engstes Fahrerfeld. Plus Zieldurchfahrt jetzt gleich hier.
Robert Wurzi kann jetzt natürlich wieder verkürzen auf der Geraden. Mal gucken. Jetzt braucht er schön Schwung für die Startziel. Wir wissen, Fabka 935 ist schneller als Capri, haben wir schon tausendmal gesagt heute. Aber Opitz kommt wunderbar hier durch die Parabolika. Und das wird ihnen hier wahrscheinlich den Platz 1 sichern, trotz leichtem Überschuss von Fabka, oder? Ja. Fast noch ein Fotofinish geworden. Philipp Opitz Platz 1, Glückwunsch. Robert Wurzi auf der 2, Stefan Müller auf der 3, Glückwunsch hier ans Treppchen. Carsten Neudeck kommt mit Platz 4 über Startziel. Stefan Schulle hat sich noch Platz 5 ergattern können nach dem Crash ganz am Anfang im Rennen. Thorsten Besteher auf der 6. Jens Fiedler auf Position Nummer 7. Kommt jetzt hier auch über Startziel. Und küsst nochmal die Boxenwand. Marcel Marek Plack auf Position 8 hier unterwegs. Jetzt will er wahrscheinlich noch einen Donut drehen hier, der kleine Schlingel. Ah nein, er fährt rückwärts über Startziel. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, dann Glückwunsch. Vogel auf 9, Bad auf 10, Horn 11 und Still Rise. Tim, Still Rise auf der 12. Schreibt mich mal gerade dazu. Moin Männer. Moin. Oh, hi. Na, alles Moin. Gut überstanden. Halbwegs. Ja, einige Crashs gesehen. Alles gegeben auf jeden Fall. Ja, beim Carsten lief es doch ganz gut dafür, dass du erst heute doch nicht fahren wolltest, ne? Jetzt wieder Platz 4. Jo. Hätte schlimmer sein können, klar. Ne? Ja, aber es ist halt bitter, dass du halt gar keine Chance. Die anderen können sich verbremsen, wo sie wollen. Sie werden dich immer wieder einholen, also... Schon so David gegen Goliath. Aber wie gesagt, wir haben ja noch eine Strecke und da werden die immer richtig zu beißen haben. Das habe ich eben schon gesagt, ne? Wenn Brands Hatch kommt, ja, da kann auch ordentlich was passieren. Brands Hatch sind die anderen chancenlos, hundertprozentig. Man hat ja gesehen, im ersten Sektor waren die Capris eine halbe Sekunde schneller als alle anderen. Ja. Und haben dann in den zwei Kurven eine halbe Sekunde geholt und auf der Geraden dann wieder zwei Sekunden gefühlt. War Feierabend, ne? Das kann man wunderbar beobachten. Hallo. Hi Thorsten. Ist alles okay? Ja. War gut. Einmal habe ich halt innen reingestochen, aber ja. Weil du, ja, ich hatte keine Chance gegen euch eigentlich. Doch, hattet ihr schon. Also das war halt auf der Geraden keine, aber im Infield in den Kurven und so. Ja, aber die kommen so vorbei. Welche Kurven? Ja, genau. Du meinst die zwei Kurven, ja. Ich habe mich übrigens im letzten Rennen dann verwachst. Ich habe gedacht, ich versuche mal die harten Reifen, weißt du? Ah. Und ja, da hast du aber gar keine Chance, also das kann man gleich vergessen. Weil da bin ich nicht mal im Tulle mehr hinterherkommen, ja. Hm? Ja, da haben wir uns gewundert, dass du überhaupt nichts gemacht hast, also gar nichts, ja. Ja, nee, das ging nicht mehr. Die harten Reifen, uns hat der Crew-Chief ständig gesagt, unsere Reifen sind zu kalt. Also wir haben sie nicht auf Temperatur gekriegt auf der Strecke. Bei den weichen Reifen hat er mir das auch gesagt, ja. Mhm. Alter, genau. Alter. Ja, aber war lustig, aber wie gesagt, Brands Hatch sind die Karten anders verteilt. eindeutig, ja. Geht's ab. Sehr schön. Aber es war schön, Schule, am Anfang. Ich bin leider dann in die Mauer gedonnert, aber am Anfang so einmal du rechts vorbei, dann ich auf der Geraden vorbei. Ja, dann hat man halt gemerkt, ne? Also so, wenn man an einen von euch dranbleiben kann und in den Kurven derjenige mitspielt, dann fährst du parallel nebeneinander die ganze Zeit her. Aber genau, da kann man schön miteinander durchfahren, dann das geht dann prima, ja. Das funktioniert richtig. Aber sobald du einen kleinen Fehler hast, sind weg. Ja, auf jeden Fall. Auf der Geraden, also jetzt ohne Windschatten, haben die Dinger stellenweise 30 km/h mehr Überschuss als wir habt. Also, wow. Ja, aber auf der Strecke war es auch extrem. Also vielleicht ist das jetzt ab das Physik-Update halt auch nochmal dazu, aber das war nicht so schlimm vorher auf der alten Strecke, auf der anderen Strecke. Stimmt, ja. Mhm. Also Gegengerade war noch möglich, ja. Aber auf der Geraden war es chancenlos. Also klar, beim Handbremspunkt, ich habe mich echt oft gebettelt, habe ich da wieder reingebremst.
Dann hat er mich Ende gerade wieder überholt und das ging 3-4 Runden. Ja. Aber ebenso wie jetzt Müller oder Wutzi oder eben Fahle, gar keine Chance gehabt. Also man muss sagen, ich wollte eigentlich am Anfang, als ich in das Auto eingestiegen bin vorhin, dachte ich mir, ich fahre gar nicht mit. Ja. So, ich habe, also das darf man nicht wiederholen, was ich da gesagt habe. Okay. Also das Auto hat sich total komplett anders gefahren und ich denke mal, das ging aber jedem so. Ne? Plus, ich brauche halt immer ein bisschen länger, bis ich mich da zurechtfinde. Ja, schade, schade. Okay. Ich habe ja auch gecancelt gehabt. Ich bin ich bin jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht gefahren. Und dann fünf bin ich dran geguckt, bin zwei Runden gefahren, habe den direkt reingeschrieben, Leute, tut mir leid, weil wir hatten ja nur Begrenzer. 220 war ja fertig auf der Geraden. Ja. Und ich habe ja geschrieben, ich fahre keine 45 Minuten im Drehzahlbegrenzer rum. Und dann wurde das Reglement oder halt wurde ja Setup möglich gemacht und so weiter. Ja. Und da habe ich gedacht, komm, fahr halt jetzt mit, paar Punkte holen. Jo, bin jetzt auch aufgegangen. Und ja, na, die Setups sind noch nicht angepasst worden mit dem Physik-Update. Das definitiv nicht, weil es ist ja völliger Quatsch, wenn Autos, die 250, 270 fahren können, hier eine Getriebeeinstellung von 220 bekommen. Ja, also, ja. Aber ist auch wieder ziemlich schwach. Also, das. Ja, warum bringe ich das raus? Ja, stimmt wohl. Ja. Ja, ich sag jetzt nichts dazu, weil das ich so langsam, also ich brauche immer lang, weißt du, und ich denke mir immer, naja, die machen schon und das wird schon und eigentlich hat das Ding so viel Potenzial, da kann was richtig Tolles draus werden, ja. Aber so langsam, selbst ich kriege jetzt langsam einen dicken Hals, weißt du, also übel, schade. Du klärst klar, ich mache ja unter der Woche, ich mache ja keinen Race Room mehr an. Ich hab's jetzt heute um 5 gestartet, hab das Update schnell gemacht und dachte, jo, und da habe ich eben schon gelesen heute tagsüber, dass ein Update kommt, so, oh je. Und jo, ging ja jetzt eigentlich, also ich kann mir jetzt nicht beschweren, außer dass halt die Fahrzeuge komplett chancenlos waren. Aber das war es ja in am Red Bull Ring von der Geraden her ja auch schon. Also ich fand's auch schon richtig krass. Also. Ja, aber wie gesagt, nicht so gravierend wie jetzt. Also jetzt war es wirklich extrem, ja. Ja, schreibt Oliver Vogel auch gerade. Der hatte auch zu kämpfen heute, kam nicht ganz zurecht, hat er gerade geschrieben hier im Chat. Katastrophe Chat. Eigentlich. Ja, ich habe auch ich habe mit Tim und mit Marv, wir haben heute Abend angefangen schon zu testen quasi. Und haben auch alle gesagt, Alter, was ist denn das? Was soll das jetzt? Und also eigentlich sind die Viecher Gripmonster und auf einmal fahren sie sich halt wie auf Glatteis. Also extrem. Ja. Wenn du mal die Videos anguckst von früher, also die ganz schnell bewegen die Kisten. Ja, du kannst sie gut umsetzen halt, von links nach rechts und ist weg, das ist auf einmal weg, ja, und ja, finde ich halt Quatsch, ne? Komplett, und wie gesagt, wenn wir die Reifen erstmal, also 4 Runden braucht, bis sie ein bisschen Grip haben und dann kriegt man auch die ganze Zeit gesagt, die sind kalt, also übel, also da stimmt halt was nicht, eindeutig. Ja, also war wieder, also da war ein Schritt nach hinten, definitiv. Ja. Schlittschuhfahren ist der Kinder leicht gegen, schreibt der Oliver. Ja, hat da wohl recht, ne? Ja, das ist richtig schick. Also, wie gesagt, vielleicht fixen sie noch, aber die haben eine Klasse, die richtig Spaß gemacht hat, jetzt erstmal in meinen Augen als solche kaputt gemacht. Zerstört. Ja, gut, wenn sie es bis nächste Woche fixen, ne? Bis zum finalen Lauf. Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich am gleichen Tag machen sie wieder. Ja, wieder, Mittwoch, Nachmittag. Genau, wieder zurück. Mal schauen, ne? Und wieder was ganz Neues einstellen. Ja, aber es bleibt spannend. Definitiv. Genau. Also auf der Meisterschaft, die ist bestimmt eng beisammen. Hab schon geguckt, ist noch nicht aktualisiert, aber wird bestimmt bald passieren. Ich denke, da wird es sehr, sehr eng werden. Ja, also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das war alles klar mit den Leuten und allem, das passt wunderbar. Und das ist wichtig, Carsten. Ja. Genau. Richtig. Ja, hab mich kurz, Schande über mein Haupt, aber kurz gefreut jetzt im letzten Rennen, wo der Fiedler vor mir war und die Kontrolle verloren hat. Ja. Was war denn? Hatte kurz, der hat einfach zu früh auf den Pin gedrückt und dann kam das Heck. Nee, ich wollte sagen, was war denn bei euch eben im dritten Rennen? Bei Tim im und dritten? Bei dir? Ihr wart beide neben der Strecke, habt ihr euch gegenseitig rausgeschubst? Oder ist das sehr interessant. Nee, sehr interessant. Ich war ja hinter Marv und Tim war vor Marv und wir haben ganz normal angebremst und ich und Tim, als wenn eine Strippe an unseren Fahrzeugen gewesen wäre, wir haben voll eingelenkt und gebremst. Wir sind einfach mal hingefahren. Ich konnte nichts mehr.
Ja, also das muss ein Bug gewesen sein, hundertprozentig, okay. Weil ich habe ganz normal angebremst, ganz normal runtergeschalten, eingelenkt und Marv ist ganz normal die Kurve gefahren und wie wir an so einer Stange dran, wurden aufgezogen. Ja, also das muss ein Bug gewesen sein. Also habt ihr euch nicht gegenseitig berührt? Das war Nein, gar nichts. Okay. Das war ein Bug gewesen, hundertprozentig. Okay. Also, das war ganz ulkig, rausgezogen, ich habe voll eingelenkt und gebremst, nichts passiert. Naja, bis halt wie das. Ja, der Herr Vogel, der war auch etwas schwierig unterwegs, also auf einmal bin ich mitten in seinem Auto aufgetaucht, so ungefähr, ja. Okay. Ja, genau, das hatte ich auch auf der Gegend geraten, er war weg, dachte ich, wo ist er? Und auf einmal dachte ich, ja, scheiße. Ich habe schon gedacht, jetzt ballert's gleich, ne, aber okay. Ja. Aber war trotzdem schön, ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal, jetzt überleg mal, du hättest jetzt dieses, also würdest dich jetzt mehr auf das vorbereiten, ja? Ja. Und dann kommt am Mittwoch so ein Update. Also, ja. Die ganze Zeit ist alles dahin, also das kann wirklich nicht sein. Und man steckt Zeit rein und man ist emotional dabei und will was erreichen halt für sich oder wie auch immer. Ja. Und dann sowas, also es macht es echt schwierig. Also noch schlimmer wäre gewesen, wenn wir vorher schon mit Setup gefahren wären. Dann baust du die Woche über ein Setup und dann, dann kommt ein Update und sagt, ja, fick dich. Ich hab's vergessen. Also waren es dieselben Bedingungen, also durch den, da hatte jetzt keiner einen Vor- oder einen Nachteil, aber man muss ja schon fast sagen, dass das Spiel Ähnlichkeiten zu Gran Turismo aufbaut. Wir machen ein Update, merken, dass es scheiße ist und müssen wieder ein Update rausbringen. Ja, aber was sie vorher immer richtig gemacht haben, machen sie jetzt nicht mehr so richtig. Ist einfach meine persönliche Meinung, mein Empfinden einfach. Ja. Und glaube, da wird einfach aktuell null auf die Community eingegangen, sondern eher auf ihre E-Sports-Events. Ja. Genau. Aber die E-Sports-Events, was sie einfach nicht verstehen, machen so ein Game oder so eine Simulation nicht groß. Das ist die Communities, die Ligen entwickeln und so weiter. Die halten so ein Spiel an Leben, aber da sollten sie mal dran denken. Das macht mich ein bisschen sauer und traurig, ehrlich gesagt. Das hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner erkannt, egal wo, oder? Genau, und das ist ja auch der Grund, warum Gran Turismo so großartig geworden ist. Ja, wegen der Community-Events, ne? Community. Nicht ihre komischen Super-Events und interessiert keinen Menschen. Hier, das ist das Leben. Da findet es statt, die Simulation. Genau. Wenn ich überlege, bei GT ist es ja noch schlimmer, ne? Was sich da die Leute einfallen lassen, um ein 24-Stunden-Rennen durchzuziehen. Weißt du? So neue Lobbys. Ne? Am Wochenende ist jetzt wieder das 12-Stunden-Rennen. Da seid ihr, glaube ich, auch dabei. Ne? Von 8 bis 10, ja. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich auch fahren. Je nachdem, ob ich muss ich auch fahren? Ich auch darfst fahren? Du fahren, wolltest du sagen? Haben wir verstanden? Nein. weil ich bin der Passatsfahrer. Weiß ich noch. Wie heißt du denn bei GTS? Passat. Ah ja, okay, dann werde ich dich ja erkennen, falls wir einen Stint bei dir haben. Also eigentlich, ich weiß nicht, man könnte schon mal, ich bin letzte Woche NSL gefahren. Ich weiß nicht, aber ab und zu mal bin ich da noch unterwegs. Siehst du. Wir mal drauf achten, Schule am Samstag, ne? Ja, unter Druck setzen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So Leute, ich mach mal einen Stream aus, wir können noch was plaudern. Morgen geht's weiter mit iRacing bei uns. Wann geht's eigentlich los? Ich glaube 8:30, ne? Ist Quali-Start, 20.30 Uhr. Ja, in 20 Uhr geht das, glaube ich, das Rennen. Was, 20 Uhr? 20 Uhr? 20 Uhr ist, glaube ich, Rennstart, ne? Für 90 Minuten und um 8:30 beginnt die Qualifikation. Kann das sein? Ja, wenn um 20 Uhr das Rennen startet, kann um 8:30 ja nicht die Qualifikation starten. Wie lange willst du denn Qualifikation machen? Um 8:30 ist 20:30. Naja. Ja, und wenn du 20 Uhr Rennen startest, funktioniert das. Ach, 21 Uhr meine ich doch, Mann. 21 Uhr. Oh Mann, was ist da wieder los hier? Hier, da ist es nochmal, das Werbebanner hier. Sagt man das oder der? VLN 90-Minuten-Event, Rennstart 21 Uhr, ne, sagen wir mal. Genau. 40 Fahrer am Start. Wird geil. Ist einer von euch dabei? Wer fährt mit? Carsten bestimmt, oder? Nee. Okay. Ich fahr mit. Wer fährt mit? Marv auch nicht dabei? Müller, oder? Ich hab mich noch nicht angemeldet. Ich fahr mit. Ich hab jetzt nie große Ambitionen. Das ist mein erstes Mal in dem GT3, mein erstes Mal auf der Nordschleife in einem Racing. Also, perfekte Kombination. Ja, klingt auf jeden Fall abenteuerlich, aber ist doch gut. Ja. Ja, klar. Volle Pulle, würde ich sagen. Ich glaube, sehen wir uns Tobi ja morgen Abend ist wieder. Angemeldet, war? Kann das sein? Was? Ich glaube, Tobi ist noch angemeldet, unser Tobi.
Ich kann mal gucken. Ja, was war mit das, Mav? Den habe ich gestern gesehen. Den habe ich gestern trainieren gesehen. Was sagt der Mav als Nordschleifen-Veteran? Bist du heute auch dabei? Ich habe es gerade nicht ganz gehört. Angemeldet bin ich bis jetzt noch nicht, aber ich kann es also, noch machen. Also sind noch 60, Plätze frei. 60 Startplätze sind ja da. Ne? 40 Leute haben sich angemeldet ungefähr und 60 haben wir Plätze, Slots. Also, genau. Tobias fährt. Tobias ist angemeldet. Ja, cool. Marco da auch, oder? Hab ich gesehen. Markus. Gerade Thomas Jansch. Markus Reus bestimmt auch, oder was? Ja, oder? Genau. Ich glaube schon, ganz oben. Wobei, ganz der fährt doch nicht gerne Nordschleife, der Markus, ja, eben, ne? Oder? Hab ich auch gedacht, ja. Nee, Markus sehe ich hier nicht. Hä? Sicher? Event bei der Anmeldung. Ja, der fährt auch, glaube ich, nicht gerne die Nordschleife. Keine Ahnung. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Den kriegen wir dazu noch. Nee, Markus Reus nicht angemeldet. Na gut. Aber ich bin jetzt angemeldet. Ja, cool. Ja, dann sehen wir uns ja morgen Abend. Dann mache ich den Stream jetzt aus. Wir quatschen noch ein bisschen und wer Bock hat, schaltet morgen ein ab 8:30 ungefähr, ne? 20:30 Uhr. 20:30 Uhr, so in den Dreh. Ja, ja, genau. Alles klar. Tschüss, tschüss. Tschüss. Jo. Oh, wer hat sich denn da überschlagen? Überschlagen? Uha! Und Tibor macht einen Fehler! Das gibt's doch nicht in der letzten Kurve!